Der Satz des Pythagoras. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Längen der beiden Katheten gegeben. Gesucht ist die Länge der Hypotenuse. Die Katheten sind die Seiten eines rechtwinkligen Dreiecks, die am rechten Winkel anliegen. Die Hypotenuse liegt dem rechten Winkel gegenüber. Nach dem Satz des Pythagoras gilt, a zum Quadrat plus b zum Quadrat ist gleich c zum Quadrat, wenn c die Hypotenuse des rechtwinkligen Dreiecks ist. Beispiel, sind die Längen der Katheten gegeben, a gleich 3 cm, b gleich 4 cm. So kann c berechnet werden. Der Ansatz lautet, 3 hoch 2 plus 4 hoch 2 ist gleich c hoch 2, nimm also 3 zum Quadrat und 4 zum Quadrat. Addiere die beiden Ergebnisse und ziehe aus dieser Summe anschließend die Wurzelpunkte, erhältst c gleich 5 cm. Zusammenfassung, in jedem rechtwinkligen Dreieck kannst du mit Hilfe des Satzes des Pythagoras bei zwei gegebenen Seitenlängen die fehlende Seitenlänge berechnen. Lediglich die gegebenen Seiten und die fehlende Seite variieren und somit der Ansatz des Satzes des Pythagoras und die nötigen Umformungen. Verstanden? Bestimmt. Dann geht es jetzt für euch ans Üben. Denn, Übung macht den Rechenmeister Pythagoras.